Moin moin, servus, bonjour, willkommen zurück bei Gothic 2 und wir sind in der Dunkelheit. Latschen herum und... Lo, was geht hier ab? Was? Ich höre doch hier Sounds. Ja, whatever. Lass mich nicht von irgendwelchen Viechern hier ablenken. Ich wollte nur sagen, wir müssen weitersuchen nach unserem Schürftrupp. Wir wurden aufs Derbste enttäuscht. Wir sind den Anweisungen gefolgt, Leute. Da liegt ein Spruchhölle hinten. Sind dem Kreuz gefolgt, waren da und wurden hardcore verarscht. Ja, die sind hier nicht mehr. Spruchhölle, geil. Naja, je nachdem. Auf jeden Fall werde ich... Gucken, was hier so abgeht. Nee, Eiswürste hole ich mir. Das Gebiet werde ich mir irgendwann später vornehmen. Bleiben wir einfach jetzt erstmal bei den Fakten und folgen dem, was er gesagt hat. Der Grimes meinte, die sind Richtung gefrorener Fluss hingelaufen. Whatever, wir gucken jetzt erstmal. Moin, du Viech. Hast du zufällig den Schürftrupp von Markus gesehen? Na? Oh, hallo, Crit, Digga. So, Alter, das dauert wieder. So, meine Fräse. So, das war cool. Aber das geht noch cooler. So zum Beispiel. Geht tot. Sehr gut. Jawollo, jawollo. Das war doch mal professionell hier, Alter. So. Nice. Wo sind wir hier überhaupt? Und was seid ihr für Gestalten? Naja, da werde ich gleich hingehen. Halt! Wer da? Du bist doch nicht gekommen, um mich wieder in die Erzmine zurückzuschicken. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich gehe nicht mehr zurück. What? Ein entlaufender Sträfling. Du bist ein entlaufender Sträfling, stimmt's? Du merkst aber auch alles. Glaubst du denn, ich würde mich sonst in diesem Dreckloch verkriechen? Kleiner Deserteur. Der Braten riecht gut. Der Braten riecht gut. Finger weg. Maul. Sonst was. Und wer bist du, Kervo? Es geht. Was ist los mit dir? Das fragst du noch? Guck dich doch mal um. Diese verdammten Lurker haben den ganzen Fluss in Beschlag genommen, seit ich hier bin. Erst waren es nur zwei. Seit gestern habe ich mindestens 5 gezählt. Keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. Ich mach die alle. Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Bin ich denn wahnsinnig? Mich kriegen hier keine 20 Soldaten wieder raus, solange die Viecher da draußen sind. Ich hasse die Biester. Wenn ich sie schon rieche, dann kriege ich Schweißausbrüche. Und dieses ständige Gekluckse, das einem das Blut in den Adern stockt. Wenn du dir von denen das Fell abziehen lassen willst, dann tu dir keinen Zwang an. So. Was würde ich bekommen? Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Nun ja, es würde schon reichen, wenn die Lurker vor der Höhle verschwinden würden. Ich habe einen Runenrohling gefunden. Du als Magier kannst ihn doch sicher gebrauchen. Yes. Den würde ich dir dafür geben. Das ist geil. Sonst noch was? Okay, aber mach ich für dich. Darf man hier nehmen? Ja, wir sind hier öffentlich. Was war im leichten Fisch drin? Ich liebe leichte Fische. Die sind wie Überraschungseier. Nur halt fischig, ne? Ja, geil. Ach, uff. Geil, 5 Gold. Das freut mich aber. So. Hier, wolltet die Viecher loswerden, ne? Nichts leichter als das, Leute. Yes. Nee, wisst ihr was? Ich mach das auf die Art. Scheiße, ich bin zu nah.
Euer Maul! Auf Kritz. Moin. Mexican Standoff hier. Dreh dich! Warum kann ich mich nicht drehen? Ah, was ist hier los? So, jetzt verpiss dich, ey. Ach Gottchen, was ist hier wieder los, ey? 4 Uhr haben wir. 4.08 Uhr. Geil, bald wird's Tag. Und wenn's Tag wird, freut mich das, weil da haben wir wieder Spaß am Leben. Was ist hier drin? Hier ist erstmal ein Bettchen. Wie geil, wir können pennen. Noch ein leichter Fisch. Ja, ist ja... Ja, moin, wo ist der jetzt? Hier oben. Oh, wieder die Dreh. Ey, das ist ja mal nice. So, dann pennen wir mal. Boah, endlich wieder Tageslicht. Das habe ich schon vermisst. So, Brudi. Gucke mal. Die Lurker vor der Höhle sind weg. Großartig. Jetzt kann ich wenigstens wieder durchatmen. Hier hast du das versprochene Ding. Ehrenmann. Gehst du jetzt über den Pass? Vergiss es, Mann. Wenn sie mich erwischen, muss ich wieder in die Minen. Ich gehe hier nicht weg. Oh. Krieg ich jetzt Braten? Hey. Der Braten riecht gut. Finger weg. Maul. Ihr habt auch nichts zu tun, oder? So. Guck ich hier mal auf der Flussseite, was es so gibt. Alter, das Licht, ne? Jetzt übertreibt's aber mal ein bisschen. So. Och nee, ey. Vielleicht sehe ich gar nichts. Der Blurring-Effekt von der Animation. Ich check gar nichts mehr. Egal. Hicks. Was haben wir denn hier so Feines? Och nee, ey. Hört auf zu verschwinden. Ah, ich erinnere mich, glaube ich, wieder an den Ort. Ja. Jetzt gibt's was auf Rübe, ey. Jo. Das war genug auf vorüber. Bäh. Sumpfkraut, Sumpfkraut. Geil. Kann ich mir einen von drehen. Immerhin besser als Unkraut. Er war einfach Unkraut in der letzten Folge. For no fucking reason. Ja, okay. Da geht's Richtung Burg, kennen wir schon. Oh. Dich nehme ich noch mit ins Grab. Hier so am besten. Ja, Bodo. Wie viel Mana haben wir eigentlich? 81. Eigentlich gar nicht mal not so bad, ne? So. Gucken wir mal, was hier oben abgeht. Wann habe ich eigentlich geladen, den Spielstand? Okay. Lol. Ihr Freund oder Feind? Seht mir nach Freund aus. Mein Fleisch, hallo. Halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Wie ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Ich höre Goblins. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit wahrscheinlich. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Ehre. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Nein, nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll.
Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diesen Spaßvögel. Was du kriegst, ist auf die Fresse. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Okay. Lol. Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren. Lurker. Du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Ja, normal. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so, jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Weiß ich nicht. Ah. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Boah. Danke. Schöner Harzer Grauhof. Wie war das? Ach ja, sicher. So. Was kannst du mir beibringen? Da muss ich dich enttäuschen. Du weißt nicht, was ich dir beibringen könnte. Junge, du Opfer. Ich danke dir nochmal für den Käse. Hast mich verarscht, ja, Alter. Du weißt schon alles, aber danke für den Käse. Hallo Engrom, geht's dir gut? Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Ja. Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Och, das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Ja. Mehr oder weniger, ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Ja, ja. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Okay. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Tja. Cool. Man darf sich doch bedienen, ne? Ja, ihr seid ja hier draußen. Wildstein Schnauze da unten. Ich glaube, den habe ich aggro gemacht. So, sehr schön. Naja, ich komme gleich zu euch. Ich guck mal, ich komme von der anderen Seite. Ich glaube, das war bei, wo ich mit Diego bei diesen Banditen war. Da muss man dann weiter wieder runter Richtung Burg, die Richtung. Ja, das machen wir mal. Hallo, das ist meiner. Diese Gegend ist ein Rauspflaster, ey. Aber ich liebe sie. Ich finde das Minental echt geil, weil es ist halt echt das Tretminental wirklich in Gothic 2. Gothic 1 war es eine total feindliche Knastumgebung, aber du warst Teil dieses Knastes. Hier sagt jede Pflanze zu dir, verpiss dich, hier gibt's kein Überleben. Und das finde ich halt so nice hier am Minental in Gothic 2, das ist halt... Hier gehen nur die Harten kommen in den Garten. Und das ist halt so richtig hier. Hier kommen nur die richtigen Mutterfuckers hin. Und schaffen es auch zu überleben. Da oben, genau. So, ja, Larchi Larch. Von da kamen wir. Und da waren diese Drecksbanditen, die mich und Diego angeballert haben. Genau.
war dieser Außenposten in Gothic 1 vom neuen Lager, da war dieser Aiden, der war eigentlich ein ganz korrekter Typ. Von dem habe ich aber nichts mehr gehört seitdem. Ich bin auch nicht mehr beim Söldnerlager erwischt. Auf dem Bauernhof. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nö, ne? Oh, prima. War witzig hier. Aber das habe ich vergessen, meine Güte. So ein Feuerkraut. So, hier war das, ne? Da waren die Drecksgoblins. Kommt noch her, hier. Ich nehm's mit euch allen auf. Ich mach euch alle fertig. Jawohl. Schnauze. Ja, moin. Ich bin so ein Boss. Ich bin der größte Boss aller Zeiten. Ja, denkst du. Hallöchen. Ich habe eine Hausdurchsuchung. FBI, open up. Alter, die ziehen ganz schön. Das ist nur schwarze Gruppe, das ist keine Krieger, ne? Nice. Was habt ihr denn so Feines bei euch? Also im Inventar. Manchmal haben sie Goblinbären, das ist ja das Geile, deswegen heißen die Goblinbären. Das ist aber nur so richtig seltene Drop-Chance. Aber richtig geil, wenn sie das haben. Ansonsten, ich wollte wissen, was. Ah, hier bunkert ihr euren Kram. Aha. Cool. Nein. Ganz und gar nicht cool. Nice. Wo ist mein Sound? Immerhin war der Lichteffekt da. Der macht und kommt, wie er geht. Was laber ich da? Der hat einfach. Der hat. Keine Ahnung. Das Spiel macht einfach, wann es Bock hat. Ey! Was habt ihr denn hier wieder angestellt? Der arme, arme Buddler. Jo! Kavalons Hut, wisst ihr noch? Alter, Kavalon, stimmt. Der chillt ja jetzt in Korinnes im Ring des Wassers rum. Ich werde mal gucken, vielleicht ist hier irgendwas von ihm. Vielleicht wird das vermissen, ey, das wäre ja geil. Zum Kraut. Alter, ey, hier haben sich nur noch Viecher breit gemacht. Vamonos Pest. Ja, hier gibt's Fressen für euch, ne? Denkt ihr. Ihr Mistviecher. So. Da ist nichts zu holen. Hier war doch noch eine Ratte. Irgendwo war hier noch eine Ratte. Nichts zu holen. Ach, dann halt nicht. So. Was geht ab, Kavalons Hütte? Trank. Kavalons Lederbeutel. Oh, den mache ich lieber nicht auf. Einen Bockenerks. Den werde ich Kavalon selber geben. Das machen so Ring des Wassers Bros untereinander. So. Geil, toll. So, oh, immerhin Bolzen wieder. Wir können wieder Armbrust ballern. Nee, wollte ich nicht. Ja, gut. Nimmst du mir nicht übel, Kavalorn. Aber gehört ja niemandem. Okay, oh ey, alter Maul. Aber hier so. Lololol, was? Nein, kann es sein, dass wir ihn gefunden haben? Ist er da? Markus. Im Namen Inos. Geil. Ich bin Markus. Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Ein erwählter Innos spricht immer wahr. Oh, verzeih mir, ehrwürdiger Magier. Gegeben. Ich habe nicht erkannt, mit wem ich spreche. Ja, ja, schon gut. Wenn mir die Frage gestattet ist, was verschlägt dich in diese Gegend? Ah, endlich. Ich komme von Garon. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht.
Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Orkangriffe zu heftig wurden. Weiß ich schon. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Toll. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Jo, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ich harre aus. Und ich hoffe, Garond schickt mir bald die Unterstützung. Ja, warum nicht? Alter, 4 Kisten. Das sind insgesamt 10 Kisten für die Schürftrupps. Ich glaube nicht, dass das viel ist. Darf doch, oder? Boah, nice. Was haben wir denn hier? Oh, geil. Edles Bastardschwert. Alter, scheiße, das ist viel wert, ne? Ja, löl, 1100. Geil. Was haben wir hier? Na, toll. Ramsch. Nur Ramsch. Ja, okay, gut. Dann haben wir unsere 3 Schifftruppen-Nibbers. Und damit können wir dann zu Garond. Davor wollte ich hier nochmal ein bisschen den Rest komplett clearen. Ach, das ist die Hütte, die so... Ich dachte, jemand macht gerade eine Tür auf. Wie kann das dann sein? Das war nur das Gebälk, das im Wind echt. Laugengebäck. Was geht hier ab? Da ging es, glaube ich, zu diesem Ork-Tempel, aber ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert, die Gegend, kann das sein? Jetzt ist da irgendwie so ein Wald, Sumpf, interessant. Naja, mal gucken. Guck ich mir wann anders mal an. Alter, ich höre hier wieder Fleischwanzen. Dein Maul. Was ist das da hinten für ein Viech? Sumpfratte. Boah, nee, Alter, da hau ich lieber ab. Was zum Fick? Ich kenne die nicht mal, die Viecher. So. Moin. Hallöchen. Na, Fleischwanzen Gruppentreffen. Alter, ein schönes verbranntes Scavenger-Snacken läuft bei euch. Nichts zu holen. Ja, was haben wir hier? So, das war's, ne? Heilkreid. Dunkelpilz. Oh, ich könnte mal wieder Dunkelpilze snacken. Mal wieder meinen Mana-Vorrat ein bisschen aufstocken. Das ist doch was, oder? Wir haben hier, ich habe jetzt wieder ordentlich, glaube ich. Boah, 16. Snack ich mal was weg hier. Geil, 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 geil. Alter, so viel Leben, ey. Das ist schon witzig. Wo kommt man da oben eigentlich raus? Doch, das weiß ich wieder. Natürlich weiß ich das. Gothic 1, Alter. Wo sollte man das nicht mehr wissen, ey? Ja, ich nehme den Teleport, ne? Ich nehme den Teleport, Leute. Ich habe jetzt alle meine Infos beisammen, ne? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ach, by the way, ich kann denen was erzählen. Das will doch keiner mehr. Na, ihr seid auch noch hier, ne? Och nee, ey. Meine Meinung. So. Ich habe Diego getroffen. Ich will neue Zauber lernen. Ach, by the way. Ich kann den 2. Kreis der Magie lernen, ja. Lehre mich den 2. Kreis der Magie. Normalerweise ist das den Lehrern unseres Ordens vorbehalten. Aber ich denke, in diesem Fall können wir mal eine Ausnahme machen. Ich weiß nicht, ob ich die offiziellen Worte noch weiß. Tritt nun in den 2. Kreis. Nice. Er zeigt dir die Richtung. Doch deine Taten formen den Weg. Oder so. Ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Wie viele Lernpunkte habe ich noch? 5 habe ich verloren. Gut, dann zeig ich mal, was du hast. Ich will neue Zauber lernen.
Eispfeil, ne? Alter, Feuerball kostet 10 LP. Lecco mio, ey. 10 LP kostet der Feuerball. Ja, aber der ist es wert, weil der Feuerball ist heftig. Ach, scheiße, dann müssen wir wieder auf den nächsten Level abwarten, ne? Gut. Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. That's true. Hatten wir schon. Wir sehen uns. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. So, jetzt gucken wir mal. Feuerball. Ich habe die Formel nicht im Kopf. Wir gucken einfach. Oben ist ja, glaube ich, so ein Runen-Defibrillator, whatever. Genau, da Ding. Und wir haben mindestens eine Feuerball-Spruchhülle. Ja, haben wir. Dann gucken wir mal. Rundkreis 2 erschaffen. Feuerball. Oh, geil. Wir haben den Feuerball. Der gute alte Feuerball. Wahrscheinlich der most famous Zauber in ganz Gothic. Das hätte ich dir vorher sagen können. Und den ersetzen wir jetzt mal. Da kann man sich nicht. Geil, Feuerball! Ich meine, der Feuerpfeil war schon Classic, weil es unsere erste Standardrune war, aber der Feuerball ist nochmal geiler. Ich brauchte das nicht zu fragen. So. Ach, ah! Noch was vergessen. Bruder, ich muss dir diesen Ring geben. Hier gibt's noch einiges. Aber was hast du vergessen? Das machen wir jetzt. Hier. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Ja. Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Okay. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. So Innos will. So, was gibt's eigentlich? Was haben wir noch hier? Unterstützung von Markus. Gut, ja. Schiffer und Erz. Das hatten wir. Botschaft. Okay, gut. Ja, dann müssen wir zu Dingens. Hier, ich wollte noch ein bisschen handeln. Zeig mir deine Ware. So, was kann ich hier verkaufen? Das edle Schwert, das habe ich selber hergestellt, genau. Rabenschal, diese ganzen Einhandwaffen, ey. Ja, das edle Schwert behalten wir, den Zauberstab auch. Spitzhacke behalten wir eine. Braucht man? Schürhaken behalten wir bis ans Ende des Spiels, weil Schürhaken ist aber zu geil. Schwert. Schwert ist auch geil. Aber verkaufen wir auch. Ja gut, jetzt haben wir wieder Asche, ey. Na, Kollege. So ist es in Auswille. Wie viel Rohstoff 7? Ja, da können wir auch wieder Asche machen in Korinnes, wenn wir bei unserem Dude sind. Dem Lörmeister. Unserem Meister. Wie heißt der? Harad, genau. Harad. Oh, noch was, noch was. Wir geben dem Typen die Info, dass sein Kollege Den tot ist. Voll vergessen. Ich habe so einiges gehört. Da würde er sich auch so richtig drüber freuen, ey. Meine Meinung will. Wo ist er? Hier. Hey, Brutus. Du. Okay, interessiert den gar nicht. Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Keine neuen Gefangenen. Keiner, den ich zum Reden bringen muss. Schade. Traurig. So, gut. Bei dir was Neues? Nö, ne? Blabla. Bla. Gut, dann wollen wir mal rein. Und dann werden wir erstmal Kommandant Garond die Hiobsbotschaft überbringen, ne? So. Ja, gut. Dann dürfen wir uns jetzt erstmal warm anziehen und mit Vaseline eincremen. Aber wir sehen uns dafür erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.